Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde. Guten Tag, hier spricht Dorothee Gottschalk aus Grünstadt. Viele Menschen stellen sich diese oder eine ganz ähnliche Frage. Warum musste Jesus, dieser Wanderprediger, der die Kranken heilte und den Menschen Gutes tat, der die Liebe lebte und für ein friedliches Miteinander eintrat, warum musste dieser am Kreuz enden? War dadurch seine Mission gescheitert oder war er nur den Mächtigen seiner Zeit so sehr auf die Füße getreten mit seiner Botschaft von der inneren Freiheit, dass sie seinen Tod als einzigen Ausweg sahen? Jesus selbst sagt dazu etwas anderes. Sein Tod ist die Konsequenz, die Folge seiner Liebe zu den Menschen, quasi die Krönung seiner Verkündigung. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde. Die Lebenshingabe quasi als Beweis seiner Liebe. Stellt sich nun vielleicht die Frage, worum er denn für seine Freunde sterben sollte? Hier kommen nun zwei Vorstellungen von vor 2000 Jahren ins Spiel. Zum einen hieß es Auge um Auge, Zahn um Zahn, das heißt, getanes Unrecht brachte die Gerechtigkeit in eine Schieflage und wurde durch einen Ausgleich der Untat wieder ins Gleichgewicht gebracht. Zum anderen war es egal, wer diesen Ausgleich schuf, also konnte einer für den anderen das Unrecht, die Schuld begleichen. Hauptsache, das Gleichgewicht war wiederhergestellt. Und das hat Jesus getan. Er hat die Schuld der Menschen, und wer wollte bestreiten, dass der Mensch Schuld auf sich lädt, quasi ausgeglichen durch seinen Tod. Das haben die Menschen damals verstanden, weil sie so gedacht haben. Und wir heute, an diesem Karfreitag, an dem Tag, an dem wir feierlich diesen letzten irdischen Weg Jesu begehen? Für mich ist ein etwas anders formulierter Satz bedeutsam. Jesus hat sich seine Liebe zu uns etwas kosten lassen. Er hat sie mit seinem Leben bezahlt. Und die Frage, die sich nun mir stellt, ist die, was ich mir meine Liebe zu Jesus, zu meinen Mitmenschen, kosten lasse. Eine Frage, die eine Ansage für mein Leben beinhaltet. Und einmal, da wird Bilanz gezogen. Beten wir. Gott, Liebe ist nie umsonst. Liebe kostet. Zeit, Engagement, Herz, Geduld, Vergebung. Dein Sohn hat sich seine Liebe zu uns etwas kosten lassen. Dafür danken wir dir. Schenke uns Herzen, die groß sind und reich an Liebe, dass wir ihm nachfolgen. Und lege dazu deinen Segen auf uns. Der Herr segne und behüte uns. Er lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden. Amen.